und werden da als Beispiel in China und Indien für Entwicklungshilfe genommen. Diese Länder sind uns fast weit voraus und wir zahlen immer noch Entwicklungshilfe. Das kann langsam nicht mehr sein. Genauso die Sanktionen, die jetzt gekommen sind mit dem Gas. Wir haben Gas bezahlt für Russland. Bis 2030 haben wir lange Verträge, die laufen dort und die sind bezahlt. Wir haben unser Gas bezahlt. Wir müssen Putin das Geld geben. Dieses Geld, was er uns nicht liefert, läuft dann über andere Länder und von dort kaufen wir das teuer ein. Und Putin freut sich dumm und dämlich, seine Wirtschaft floriert, während hier in Deutschland der Mittelstand zugrunde geht. Also die Industrialisierung in Deutschland schreitet voran, weil die Energie so teuer ist, dass die Firmen sich das hier bald nicht mehr leisten können. Das geht alles nicht, genau wie Abschaffung der Kernkraftwerke. Wir haben zu wenig Strom, sollen uns aber Wärmepumpen und E-Autos kaufen. Deutschland hat eindeutig zu wenig Strom. Wir kaufen das zum Beispiel von Frankreich aus den Kernkraftwerken dort und zahlen das natürlich auch teurer. Wir finanzieren in anderen Ländern den Bau mit AKWs. Die guten AKWs werden mitfinanziert von Deutschland und wir zahlen dann aber die teuren Strompreise, weil wir das aus dem Ausland bekommen. Das Ganze, was uns die Grünen aufdrücken wollen, ist kontraproduktiv. Die Sanktionen richten sich gegen Deutschland, gegen die Leute, die in Deutschland wohnen, egal ob Ausländer oder Einheimische. Uns wird es schlecht gehen und wir versuchen immer, die anderen Länder zu unterstützen und dabei fällt Deutschland im Moment hinten runter. Und das kann nicht sein. Und dafür stehen wir hier, für eine gerechtere Politik in Deutschland. Wir möchten gerne, dass auch deutsche Schulen, deutsche Kindergärten, deutsche Seniorenheime und vor allem das Gesundheitssystem gefördert wird. Medizin zum Beispiel bekommen wir ja auch viel aus Asien. Das kann auch nicht sein. Das war schon vor 3 Jahren, als wir mit Corona hier die Hochzeit hatten. Da gab es auch schon keine Medikamente. In den 3 Jahren ist nichts passiert. Frag mal in den Apotheken, wie es aussieht mit Mitteln wie Antibiotika oder Fiebersachen für Kinder. Wir müssen unbedingt sehen, dass wir autark werden, dass Deutschland seine eigene Medizin finanzieren kann und dass wir hier die Firmen haben, die das selber herstellen. Wir können nicht immer nur abhängig sein von anderen Ländern. Also die Politik, die im Moment gemacht wird, richtet sich mehr gegen das eigene Volk. Wir unterstützen die ganze Welt und schaut euch das Ahrtal an. Liebe Grüße an Tina. Dort sieht es immer noch schrecklich aus und wir helfen in jedem Land, wo ein Erdbeben ist, sind wir dabei und helfen. Und wer war bei uns im Ahrtal? Also Deutschland versucht alles Mögliche zu retten, aber wir bleiben auf der Strecke, die Menschen, die in Deutschland leben. Und grundsätzlich möchte ich mal was zur Demokratie hören. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamverhältnis der Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Jetzt rauchen wir hier. Und die Pflicht, Alter. Was tun wir hier? Die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass die demokratischen Rechte missachtet werden. Und wir werden ganz offen, auf dem Weg nach Göttingen, bin ich letztes Mal in Hildesheim gestanden. Das sind die netten Hildesheimer hier. Ihr seid die netten Hildesheimer, ne? Jawohl. Ich habe da vorne gerade einen Göttinger für euch aufgetan. Oh, das ist ja schön. Ja. Ein Zuschauer normaler. Ein echter. Das ist ein echter Göttinger. Wir haben da vorne noch Hildesheim. Ja. Auch Hildesheim? Nein. Wo? Hannover. Hannover. Ja, Hannover. Fängt doch mit dem ersten Buchstaben an. Passt doch. Passt doch. Hier, er hat ein schönes Video gemacht. War genau das, was es sein sollte. Ja, die Runde war besser. Ja. Also, irgendeiner, der ihn mag.
hat die Leute nicht so viel verschiedenen Sachen überflogen. So, einmal ein Blick zur Polizei. Wir würden so in 5 Minuten losgehen. Alles klar, Daumen hoch. Also auch die Teilnehmer, ihr wisst Bescheid, 5 Minuten. Wir gehen dann hier Richtung Platz der Weltausstellung. Dem Polizeiauto hinterher im Gänsemarsch. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Deutschland befindet sich im Würgegriff einer kranken ideologischen Sekte, die sich als grüne Umweltpartei ausgibt und jetzt ihr wahres hässliches Gesicht zeigt. Keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern war der Köder, mit dem die scheinheilige Sekte der Grünen bei der Bundestagswahl 21 auf Wählerfang ging und schürt jetzt ganz bewusst den Stellvertreterkonflikt in der Ukraine weiter, anstatt sich für Friedensverhandlungen einzusetzen. Den Preis dafür zahlt der hart arbeitende Bürger durch Steuergelder, Inflation, zunehmender Insolvenzen von Firmen und eine wachsende Arbeitslosigkeit. Und jetzt möchten eben diese Grünen die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands lösen, die der Wirtschaftsstandort Deutschland ohne die Machtergreifung dieser Sekte überhaupt nicht hätte. Soll an diesem grünen Unwesen die Welt genesen? Nur der Rücktritt aller grünen Minister könnte Deutschland noch vor Schlimmeren bewahren. Genau, wir haben noch ein paar Nachrichten. Also wer sie hören möchte, kann uns gerne gleich folgen, wenn wir losgehen. Ansonsten gibt es noch mal kurz ein Lied, was eigentlich für die letzten 3 Jahre ganz passend ist und auch für das, was gerade am äußersten Zipfel von Europa passiert. Schaudert. Die Musik zieht mir echt die Schuhe aus. Guck mal, auch die Friedenstau hat schon hingerafft. Auch die schon hin. Im Sommer. Ich habe meinen Kühlschrank den ganzen Tag aufstehen.